Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Surviving Mars Paradox Interactive New Game. Ach ja, schön, wundervoll, wenn man sowas morgens als allererstes spielen kann. Und jetzt erstmal wieder gucken muss, wo man überhaupt war, weil die letzte Aufnahme natürlich nicht Tage her ist, sondern das Ganze letztes Mal noch am Stück war und jetzt ist ja die zweite Aufnahmesession für sogar am selben Tag, weil ich ja gestern einen Tag nicht zu Hause war. Sondern unterwegs war, muss man eigentlich sagen, unterwegs war für euch, um über ein neues Spiel Informationen einzuholen. In München. Dafür fliegt man mal eben. Und jetzt heißt es wieder, oh nein, deine CO2-Bilanz ist voll für den Arsch. Da fällt. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, während ich unterwegs war, über dieses Spiel hier. In Richtung, wie hätte ich Sachen besser bauen können. Und ich kann es jetzt auch nicht so schnell wieder umsetzen. Das Einzige, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist, wir haben noch Platz für Kolonisten, obwohl wir haben auch jemanden geboren. Ah, der durchschnittliche Komfort aller fruchtbaren Paare ist zu niedrig, deshalb werden keine Kinder mehr geboren. Quantum Fifth, ein Kolonist, der in diesem Gebäude wohnt. Altersgruppe Kind. Ist keine Arbeitskraft, Kind. Warum? Der kann noch gut in den Marsminen arbeiten. Entspannung, trinken, sozial. Haben wir eigentlich beide Raketen schon zurückgeschickt? Nein. Die zweite lädt gerade auf noch. So, machen wir erstmal den Bau von der neuen Batterie. Ich habe mir nämlich so überlegt, man könnte eigentlich, sag ich mal, bei jeder Kuppel eine Stromzuleitung machen und von der Kuppel aus einen Weg zu... Alkohol ist keine Lösung. Und könnte an der Kuppel selbst die Energieversorgung, also die Speichersachen machen. Und jedes Mal, wenn du im System der Energiezuteiler ein Leck hast, kannst du die ja abkoppeln. Dann bleiben nämlich, sag ich mal, der Stromakkumulator und Sauerstofftanks und so weiter und so fort, die bleiben nämlich dann intakt. Ich hoffe jedenfalls, dass das auch so funktioniert, dass wir über die Kuppel die Energie leiten und dann in den Akkumulator rein. Dann können wir noch einen Sauerstofftank setzen und den Wasserturm daneben. Aber es sieht gut aus, dass wir so arbeiten können. Nur noch kurz das Kabel hier rumlegen, damit der zweite Akkumulator da auch rankommt, weil Energie ist generell wohl ein Problem gerade. So, dann die Zuleitung einmal mit einem Stromschalter versehen hier oben. Genauso wie die Röhre. Ach, komm. Vor allem finde ich diese Zuleitung auch wieder. Mir ist eingefallen, so wenn ich hier jedes System, was mal abzweigt, eine Zuleitung mache, dann hast du ja später, wirst du ja total Banane, wenn die ganzen Zuleitungsrohren das nicht weißt, wo du was abklemmen kannst. Hier auf der langen Strecke, klar. Da sollten wir auch die andere Seite gucken.
dass wir hier noch eine Möglichkeit schaffen, das Ding abzuschließen. Ah, schön. Eine neue Anomalie. Also entweder erhöhe ich den Komfort. Schauen wir mal, was wir dafür noch haben. Casino. Luxus. Gaming, Glücksspiel, Sozial. Kunstwerkstatt. Diner. Verbraucht Energie und Lebensmittel. Komfort Level 60. Freiluft-Fitness-Areal. Ach, nicht Krankenstation? Ach, fürs Diner brauche ich dann noch Arbeiter. Wir müssen Kolonisten herholen. Funktioniert nicht, weil zu viel Gestein gelagert. Die Drohnen sagen sich, unsere Auslastung ist gering. Wir haben effektiv gar nichts zu tun. So, du fliegst mal heim, Rakete. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antworten auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Extraktorenverstärkung. Stirling-Generator. Erhöht die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 10%. Alles doof. Ein Stirling-Generator kostet ganz schön Polymere. Und ruckzuck sind wir in der Wasserknappheit. Wir können eine Kuppel unter Quarantäne stellen. Hier werden wir mal eine Arbeitsschicht einstellen. Might be on the verge of a new golden age, and we have to be the ones who ride the crest of that wave. Oh, vor uns liegt eine neue Ära wissenschaftlicher Entdeckungen. Wir könnten uns glücklich schätzen, Pioniere auf dem Mars zu sein, einem völlig neuen Territorium, wo hinter jeder Ecke neue Überraschungen warten. Wir sprechen hier von Entdeckungen, die die Menschen und den Markt gleichermaßen verblüffen und einen gewaltigen Schritt in die Zukunft darstellen würden. Der Hauptgrund für die Gründung dieser Kolonie ist die Wissenschaft und es wird erwartet, dass wir die Grenzen des menschlichen Wissens überschreiten. Bis soll 140 Technologien erforschen. Beziehungsweise 40 Technologien erforscht haben. Das ist ja nicht eine ganze Menge.
Sector scanned. Ich bin etwas verwundert, wo drin die denn alle arbeiten. Dafür haben wir keine Arbeiter. Research complete. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistungen. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen. So, Nachschubrakete, bitte Passagiere. Da würde ich gerne mal die Spezialisierung, weil dadurch, dass ich keine Spezialisierung reingenommen habe, kamen recht viele Leute, die ich gar nicht brauche. Wissenschaftler, Altersgruppen, sagen wir mal, im mittleren Alter ist auch okay. Mir fällt gerade so ein, die können bestimmt auch alle sterben auf dem Mars. So, jetzt haben wir 14 passende Kolonisten. Raketenkapazität 12, 16 Wohnraum ist vorhanden. Eure Kabelverbindung bekommt ihr gleich. Die Drohnen müssen so weit fahren für die scheiß Energie. Tunnel. Können Energie- und Lebenserhaltungsnetze an verschiedene Orte und in verschiedene Höhen miteinander verbunden werden. Also so, als wenn ich hier das Ding aufbaue und dann irgendwo am Arsch der Welt ein weiteres, wenn ich dann die Ressourcen da habe, also eine Rakete da landen könnte. Dann könnten die dahin. So, da könnte ich einmal riesige Kartoffeln anpflanzen und dann wieder Sojabohnen. Und so halten wir die Bodenqualität im Einklang. Weil ich denke mal, die arbeiten ja das hier ab.
Strom sieht toll aus, Wasser sieht toll aus. Das war ein knapper Treffer vom Asteroiden. Metall sieht in Ordnung aus mit 149 noch. Normalerweise muss man ja so arbeiten, dass man später woanders an auch Arbeiter kuppeln. In Knall an die Ressourcen. Und da müssen die Leute dann, ja, Materialien extrahieren und so weiter und so fort. Cable fault reported. So, Kabeldefekt. Kann ich den hier abschalten? Und dann sind nämlich die beiden Akkumulatoren hier gesichert. Und die entladen sich jetzt langsam und halten unsere Kuppel am Leben. Ohne dass wir hier hinten an dem Kabel so viel Strom verlieren. Ist das nicht optimal? Aber hier werden 6,1 aus dem Netz rausgesaugt. Wo ist eigentlich der andere Akkumulator? Soviel zu meiner wundervollen Bauweise. Ach, diese wundervolle Musik. Mal eben pausieren. Nicht, dass mir die Kolonisten sterben im Orbit. Da kommen sie. Unusual crystals in the remains of a meteorite. The magnified images of their crystalline matrix were broadcast by every major news channel on Earth. Eine Boulevardzeitung behauptet sogar, dass der Kristall künstlich erzeugt wurde, ein Kunstwerk einer mikroskopischen außerirdischen Rasse. Das Werk zeigt 1 Million winziger Zylinder, die von Flammen umgeben sind. Wenn man seine Augen zusammenkneift, erkennt man ein Rauchen, das einer Sternkarte ähnelt. Das Bild wird von 2 Regenbögen umrandet, das dem Werk ein abstraktes Gefühl und eine äußerst dynamische Struktur verleiht. Auch wenn unsere Experten von dieser unwissenschaftlichen Sensationsgier empört waren, hat uns die Publicity einige unerwartete Vorteile beschert. Ich will glauben. Glauben, dass es außerirdisches Leben gibt. New colonists have arrived. Na, alle schon angekommen, ja, und wir haben 9 Arbeiter frei. Das ist gut, dann können wir nämlich mal eine Extraktionseinheit bauen für Edelmetalle. Ah, jetzt holen sie die Steine hier raus. Also war es nicht ganz richtig mit dem Rand.
wo angezeigt wurde, okay, das ist noch in Range. Die haben das zwar gebaut, aber für das Abholen dieser gelagerten Gesteinsabfälle hat es einfach nicht gepasst. Und unser Betonvorrat ist einfach voll. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Nachhaltige Architektur und Staubabstoßung als Technologie freigeschaltet. Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Solange die Solarkollektoren geschlossen sind, werden sie schrittweise vom Staub befreit und müssen dadurch seltener gewartet werden. Ah, cool. Zieht man das Gebäude hoch. Haben wir nicht die Möglichkeit, noch eine weitere Treibstofffabrik zu bauen? Habe ich das schon erforscht, da hatte ich die von der Erde hochgeholt. Hatte ich schon erforscht. Maschinenteile, Polymere. Ich gucke gerade nur, was für Ressourcen ich noch habe. 51 Nahrung. Weil wenn ich Polymere produziere, brauche ich mehr Treibstoff. Ich hoffe, es gibt später eine Forschung, dass weniger Sachen beschädigt werden. Sektor scanned. Anomaly found. Research complete. Fernsteuerungseinheit muss ich mal nach da hinten begeben und ein bisschen den Akku aufladen. Vehicle battery low. Ich weiß, deshalb schicke ich es gerade zurück. Moment, mal eben die Forschung. Wir lagern auch wieder aus. Jetzt schauen wir mal eben wegen der Frachtrakete. Wir werden alle drei Fabriken ja brauchen. Und schon werden die Geldmittel knapp. Die nächste Rakete muss auf jeden Fall Edelmetalle zurückbringen.
Jemand konnte dem Wunsch nach Essen nicht nachgehen. Ja, ich sehe schon, weil das Lebensmittelgeschäft dafür nicht ausreicht. Trotzdem ist der Komfort hoch genug, dass sie sich eigentlich wohlfühlen sollten. Na, er produziert auch Gesteinsabfälle. Meine Lieblingsressource. Sector scanned. Schön, du bist auch voll mit Sprit. Das Hauptproblem scheint gerade zu sein, dass wir wirklich mehr Drohnen brauchen. Die Auslastung ist nicht auf Maximum. Von den 8 Drohnen hier im Startgebiet, das ist halt anscheinend recht viel. Das packen die alle gerade nicht. Deshalb schicke ich auch mal ein paar Drohnen durch die Produktion runter. So, ihr langweilt euch natürlich hier im Drohnencenter. Hauptsache, das Wasser wird da runtergeschaltet. Runtergeschaltet, rausgepumpt. Hier ist leider nicht so viel passiert. Außer, dass wir unseren Extraktor gebaut haben. Wir haben ein paar neue Kolonisten geholt, die hoffentlich nicht verhungern. Aber Nahrung steigt, wenn ich das richtig sehe. Nahrungsproduktion 25, Nahrungsverbrauch 3. Also die Farm macht einen guten Job. Metalle für Wartung 2,3, Beton für Wartung 0,8. Sieht doch alles super aus. Und unser Extraktor startet gerade. Die Produktion von 2,3. Können sogar eine zweite Schicht einbringen. Dann produzieren wir 3,8 Edelmetalle. Wir können sogar sehen, wie die hier vorne drin stehen in unserem Don't Panic und die ballern auf die Controller-Konsole und sagen, yeah, Kohle für uns alle. Geil.